Největší kariérní výzva pro jednoho, koruna šampiona a sláva pro druhého. Československý souboj o to nejcennější. Pás šampiona ve střední váze. V hlavě se mi rodí dvě různé taktiky, buď to ukončit jako velice rychle, anebo prostě toho piráta šikanovat, drtit ho a ukázat mu, že tam je ten večer jako špatně. V oktagonu není jen jeden král, v oktagonu je nový král. S Kličom, kvůli tomu, že si dostal bitku o titul v KSV a teraz jsem dojel, že povedal, že si nový král. Čím má se ukončit, jakým úderom, jakým KO, že on nemá KO úder. Obavím si ten pás a zoberiem si domov ďalší pás a vôbec nemám žiadne obavy z neho. Ja ho chytím, uderím. A bude po zápase. Lístky v síti Ticketportál a živě na octagon.tv. Und hier kommen wir zum nächsten Match, Krivák gegen Gregoš. Hier sogar mit deutscher Musik, Ludek Gregoš. Und hier der Mexikaner Nicolas Krivák. Ein sehr, sehr unterschiedlicher Walk-in. Wir haben es eben gesehen, Ludek Gregoš eher aggressiv, straightforward. Nicolas Krivák dagegen entspannter, lockerer. Stačí mi jen
za pěsme zatrh facka mlica Buta tutak si kryjeme chrbát jako vůták Vyskočím z kuta s otočkou jak od kreša Pěty kuta jak věc to funká sa mění mota Písmo soca ako voda ostává kolmi a se voda Kriba kommt hier nicht nur mit traditionellen Thai-Tattoos, sondern auch mit dem traditionellen Armschmuck zum Oktagon. Nur das Monkon, der Kopfschmuck, fehlt noch. Dann wäre es die perfekte Kombination. Sehen wir den direkten Vergleich der beiden Athleten. Von der Größe her hätte ich das eigentlich anders eingeschätzt. So vom Optischen hätte ich gedacht, dass Ludek Gregus der deutlich größere der beiden ist. Máme před sebou třetí zápas turnaje Octagon Underground. Nikolas Krivák je auf jeden Fall deutlich erfahrener. Kola po třech minutách s možným extra roundem. Petr Balej je vaším rozhodčím v Octagonu. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 22 let, 176 cm, 74 kg. Drákula Gym pod trenérem Vladimírem Moravčíkem. Má na svém kontě 47 zápasů, 23 vítězství, 2 remízy a 22 porážek. Mistr Slovenska K1 za Slovensko v modrém rohu Nikolas Mexičan Krivák. Červený roh. 23 let, 175 cm, 74 kg. Aplik Muay Thai pod trenérem Jiřím Appeltauerem a Filipem Aubrechtem. Má na svém kontě 7 zápasů, 4 vítězství a 3 porážky. Za Česko v červeném rohu Ludek Grekuš. Hier sehen wir die beiden im direkten Vergleich. Nikolas Krivák links im Bild, Ludek Gregus hier rechts im Bild. Und das dritte Striking-Match hier bei Octagon 30. Eines wird danach noch kommen. Krivák sucht hier den Low Kick. Dem Spitznamen The Messenger. Oh, schöner High Kick hier von Gregus. Denselben Spitznamen, den auch Henry Cejudo getragen hat. Beziehungsweise immer noch trägt. Seine Retirements schienen ja nie so ganz ernst gemeint zu sein. Gregus hier mit einer guten Fußarbeit. Gut zur Leber geschlagen hier. Wechselt die Auslage. Mir die Powerkicks ins Ziel zu bringen. Krivák jetzt mit einem schönen Druck. Oh.
Bivak wechselt ist hier bereit, immer wieder die Auslage zu wechseln. Will hier dann mit seiner Linken zur Leber treten. Durch diese unterschiedliche Auslage ist dieselbe Seite geöffnet. Das bedeutet, die Schlaghand und der Powerkick kommen viel besser ins Ziel. Auf der anderen Seite der Jab, schön gesweept hier. Auf der anderen Seite der Jab ist etwas schwerer zu treffen. Ist auch deutlich leichter, dann mit der Schlaghand mit dem Powerkick zu eröffnen. Auch Gregosch jetzt bereit, die Auslage zu wechseln. Hier wirklich hohes technisches Niveau auf beiden Seiten. Ja, Krivak hier mit schönen Knien, auch mit schönen Ellbogen. Gregus, der am Anfang noch deutlich besser aussah, musste jetzt einiges einstecken. Schöne Schläge zum Körper hier. Das macht Gregus gut. Da können ein, zwei Treffer den Kampf sehr schnell drehen. Krivak sucht hier den harten Ellbogen. So, noch ein bisschen zu kurz. Dann näht hier den Superman-Punch mit dem linken Kick. Sehr beliebte Technik im Muay Thai. Oh, gute Rechte hier von Krivak. Und das war die erste Runde. Also Gregosch ein wirklich sehr, sehr starker Starter, aber zum Schluss hat Krivak einfach nicht aufgehört, nach vorne zu marschieren. Hat die Schläge immer besser geblockt, hat offensichtlich auch hervorragend für das Blocken mit MMA-Handschuhen trainiert, weil das ist doch etwas anders als mit den Box- oder Thai-Box-Handschuhen. Ich meine, die Namen sind hier vertauscht. Ludek Gregosch war hier links im Bild. Gregosch auch mit schönen Kombinationen. Hier gut die Rechte rausgebracht. Hier sehen wir es, Krivak jetzt ein doch recht deutlicher Favorit. Hat natürlich deutlich mehr Erfahrung und hat im Verlauf der Runde immer mehr übernehmen können. Läuft jetzt gut nach vorne. Während Gregosch hier in den Highlights etwas besser davon kam, scheint es die Oddmaker anders gesehen zu haben. Hat ein Krivak jetzt doch ein gutes Stück vorne. Oh, schöne Schlagkombination hier von Gregosch. Boxerisch wirklich top. Krivak marschiert hier vor bis in den Clinch, versucht jetzt immer wieder Knie zu treffen. Ja, da wollte Gregosch einen getretenen Ellbogen ansetzen. Krivak sucht jetzt selbst die Backfist, den Ellbogen oder den Drehkick. Eine schöne boxerische Aktion hier auf beiden Seiten. Guter Kick nachgesetzt von Krivak. Boxerisch sehe ich Gregosch hier leicht vorne. Krivak dafür mit den Kicks, mit den Knien ein bisschen besser. Marschiert immer wieder nach vorne. Also Gregosch muss aufpassen, diesen Kampf hier jetzt nicht auf Punkte knapp, aber eben doch deutlich zu verlieren. Dieser Vorwärtsgang, der sollte zwar auf dem Punktzettel nicht so unendlich viel ausmachen, aber zum Schluss ist es eben doch etwas, an dem man sich als Judge sehr leicht orientieren kann. Und was es einem eben doch etwas bequemer macht. Und Krivak marschiert hier einfach durchgehend nach vorne. Oh, schwerer Knockdown hier. Gregosch hat mit seinen starken boxerischen Kombinationen das Ganze hier
wirklich mit einem Treffer drehen können. Und der Kampf wird fortgesetzt. Krivak wirkt ja immer noch auf wackeligen Füßen. Vielleicht ist er hier auch etwas umgeknickt durch den Knockdown. Marschiert hier jetzt deutlich plattfüßiger nach vorne, als er das noch gerade eben getan hat. Gregusch hier mit einem harten Kick, muss aber aufpassen, sich mit solchen Bodykicks auf die Arme nicht zu sehr zu verausgaben. Oh, schöner Jab hier von Krivak. Da schwingt er ein bisschen zu weit. Ist hier jetzt gerade eben schon angenockt worden von Gregusch, muss aufpassen, sollte hier seine Hände etwas höher halten. Hier aber weiterhin sehr vorsichtig, immer noch eher im Rückwärtsgang, eher in Konteraktion. Hätte hier jetzt natürlich auch versuchen können, Krivak zu swarmen, also auf ihn einzuprügeln, möglichst intensiv in kurzer Zeit. Und Krivak hat hier da doch relativ schnell wieder den Vorwärtsgang finden können. Jetzt scheinen die Namen richtig vergeben zu sein. Sehen wir einige Aktionen. Gute Schläge von Gregor, schöne Knie von Krivak. Sehen wir jetzt auch nochmal den Knockdown. Ah, dieser kurze linke Haken. Der war noch nicht mal unheimlich fest, aber war einfach genau on point. Ein paar schöne Sachen. Krivak feuert zum Körper. Gregusch versucht das Ganze mit dem Knie auszukontern. Und jetzt Gregusch hier der massive Favorit. Konnte das Ganze wirklich mit einem kurzen Haken zum Kinn drehen. Krivak scheint wieder in diesen Vorwärtsgang gehen zu wollen. Oh, Gregusch sucht hier einen harten linken Ellbogen. Beide wollen hier mit dem Ellbogen im Clinch treffen. Kick hier von Gregusch. Krivak sucht jetzt eher die boxerischen Kombinationen. Scheint hier etwas Probleme mit seinem Armschmuck zu haben. So schön und elegant er auch aussieht, er hat zwei essentielle Probleme. Zum einen verrutscht er oft, wie wir es hier von Krivak sehen. Und dann muss ihn wieder in Position bringen, was einfach, kleiner Stolperer hier von Gregusch, was zum einen Zeit nimmt und zum anderen auch ein bisschen die Konzentration raubt und zum anderen drückt dieser Armschmuck die Arme ein bisschen ab. Das ist nicht viel, aber es ist eben ein kleines bisschen. Und wenn man die Unterarme so oft anspannen muss, wenn man so viel greifen muss, wenn man so viel schlagen muss, dann ist dieses kleine bisschen zusätzliches Abdrücken eben doch sehr unangenehm. Die erste Runde merkt man davon meistens wenig, aber gerade jetzt in der dritten, das ist doch schon ein kleiner Nachteil. Oh, wunderbar den Kick gefangen. Konnte Gregusch hier aber nicht zu Boden bringen. Er war weiter dominant im Vorwärtsgang, aber sollte sich jetzt noch mal was möglichst Dominantes einfallen lassen. Oh, schöner Schlagabtausch hier. Die letzten 35 Sekunden. Oh, gute Rechte nachgesetzt hier von Krivak. Und sowas kann mit diesen dünnen MMA-Handschuhen auch ganz schnell mal Knockdown werden. Oh,
Und Krivak immer noch im Vorwärtsgang. Schöne Rechte hier jetzt wieder von Gregusch. Und das war's. Was für ein intensiver Kampf. Dieser durchgehende nach vorwärts, dieser durchgehende Vorwärtsgang von Krivak. Aber Gregusch war es, der letztendlich den Knockdown getroffen hat. Mal sehen, was die Punktrichter hier gewertet haben. Hier nochmal dieser harte Ellbogen. Auch dafür hat Gregusch schön die Auslage gewechselt. Indien packt schöne Kombination. Gregusch hier schön zum Körper, aber Krivak gut zum Kopf gekontert. Krivak hat er immer wieder schön nachgesetzt. Hat man eben auch einfach seine Erfahrung gesehen. Er weiß, nach dieser ersten Kombination ist der Schlagabtausch nicht vorbei. Hier sieht man doch relativ deutlich diesen Unterschied. Ludek Gregusch mit fast dreimal so vielen signifikanten Treffern. Dámy a pánové, 30-26, 30-27 a 30-26, vše ve prospěch vítěze, kterým se stává Luděk Gregusch. Yes! Und er hat es geschafft. Luděk Gregusch hier erfolgreich. Beide hier mit der traditionellen thai-boxerischen Respektsbekundung. Podle samozřejmě i pro poraženého Nikolase Kriváka. Kluci předvedli krásný zápas. V osmém zápase hodně těžký soupeř, zatím největší skalp kariéry, Luďku? Asi jo, asi určitě. Popiš mi, my jsme se o tom bavili v průběhu komentování, že my jsme vlastně kontaktovali aplika někdy v průběhu včerejšího turnaje Lucerny. Jasný. Tak kdy ty ses dozvěděl o tom, že je tahle ta nabídka? V kolik hodin to bylo? Bylo asi okolo 10. Koukal jsem na zápasy v Lucerně a zvoní mi telefon, máme aplik, tak jsem rovnou věděl, že něco takového bude, akorát jsem vůbec netušil, že to bude tady. Na takové skvělé akci a tam jsme to vlastně hned vzali, čekali jsme půl hodinky, jestli se to potvrdí a je to tady. Tak fantasticky, tady. Během 19 hodin si vzal zápas, trávneš prachy, krásný jasný. Konec roku jasný. A ještě takovýhle krásný no, vítězství. Jasně. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc, jak mě, tak Melouna, tak Sharpie zaujal ten pohyb, to úhlování, fantastické nohy, jo. Kde jsi to vzal o sobě? Hele, tady ten pohyb trénu vlastně s bráchou, tady s koučema, s Rudym hlavně, říkali jsme si to i teď před zápasem. Že jsme věděli, že Nikolas bude spíš takový statický, takže se co nejvíc hejbat, aby mě nejméně zaměřil těma loktama a tohle a vyšlo to, no prostě. A mám to asi v sobě trošku ten pohyb, no. Určitě, vynikající práce, bez tak budeš výborný tanečník, tak uvidíme na afterparty. Ale ještě jedna věc mě zajímá, ta nacvičená záležitost, kdy jdeš dolů vlastně s těžištěm, koukáš se hodně dolů a hned tam letí ten levý high kick. Už to někdy dopadlo KO? Tyjo, teďkon z hlavy nevím, asi možná ani ne, ale určitě to tam padne. Funguje to hezky, funguje to hezky. Děkujeme moc, skvělý výkon, Luděk Gregusch. Díky za šanci.
novým a prvním OKTAGON champion